פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם, נתחיל בעוד... פתיחה לחוכמת הקבלה, אין פעמים דיווייסה לקבלה, פונקט 101, עמוד 185 בכתבי בעל הסולם. Der Zerbruch der Gefäße, Schwirat HaKelim und der Entsturz in die Weltenbia. Punkt 101 im Vorwort zur Weisheit der Kabbalah. עוד קוף א', עניין שבירת הכלים ונפילתם לביאה. פונקט 101. Das Zerbrechen der Gefäße, Schwirat HaKelim und deren Sturz in die Weltenbia. Wir haben das Geheimnis von Aliyat Man, des Erhebens von Man und der Svirat Dat, gut erläutert, dass sie der Aspekt der Kelim, der Panim, der Saat, der Welt Nikodem sind, die entstanden und zu Abba Ve'ima aufgestiegen sind. Denn Abba Ve'ima empfing das neue Licht ab Sagdaak aus Sondaak, genannt Nekuda Shuruk, der Punkt Shuruk, und ließen das untere Hei, Hei Tata, von Nikve Naim zu Pe absteigen und ihre Kelim, der Achoraim, der Rückseiten Kelim, Achab, die in Saat, der Kudim geschützt waren, aufsteigen. Deswegen stiegen die Gefäße Kelim de Panim de Saat angehaftet an die Gefäße Kelim de Achoraim de Abba Ve'ima ebenfalls auf. Saat de Nikodim wurde dort zum Mahn und brachten Abba Ve'ima in den Zustand Panim de Panim zurück. Da das untere Hey bzw. Prina Dalet auf ihren Platz zu B bereits abgestiegen waren, führte der auf diesem Massach der Prina Dalet vollzogene Sivuk der Ka'a zur Formung zum 10 kompletten Sphirot auf der Stufe Keter mit dem Licht Or Yechida. Saat, welche da als Man mit einbezogen sind, empfangen daher auch diese großen Lichter von Abba Ve'ima. All das wirkt nur von unten nach aufwärts, denn Abba Ve'ima werden betrachtet als Rosh von Nikodim, wo das Sibuk stattfand, der die Zensphirot von unten nach oben bildete. Diese Lichter breiteten sich danach auch in der Phase Guf, Prina Guf aus, das heißt von oben nach unten, und dann stiegen Saat samt allen in Abba Ve'ima empfangenen Lichtern ab auf ihren Platz unten. Infolgedessen wurden Rosh und Gor von Parzuf, Katlub, Nikodim abgeschlossen. Diese Ausbreitung des Lichtes, Hitpashtut, wird als Prinals Aspekt von Damim, von Parzuf, Katlub, Nikodim definiert. Wir lesen noch einmal, Punkt 101. Wir haben das Geheimnis von Erheben des Man und der Sviradat gut erläutert, dass sie der Aspekt der Gefäße der Vorderseite des Angesichts Panim des Saat der Welt und Kudim sind. Rav sagt, das ist der Rosh, die entstanden und zu Abba Ve'ima aufgestiegen sind. Denn Abba Ve'ima empfing das neue Licht ab Sagdaak aus Sondaak, Rav sagt von Nehidaak, genannt Punkt Shuruk, und ließen das untere Hey von Nikve Naim zu P absteigen. Rav sagt, das heißt, sie empfing Gadlut und ihre Kelim daheim, Rückseiten Kelim, die in Saat von Nikodim gestürzt waren, sie steigen auf. Als Ergebnis dessen stiegen die Gefäße Kelim der Panim des Saat, die angehaftet waren an die Kelim der Achoraim, da aber wie immer ebenfalls auf. Und Saat von Nikodim wurde dort zum Mahn und brachten aber wie immer in den Zustand Angesicht zurück. Rav sagt, das bedeutet, also kann sich das jeder vorstellen, darstellen, ja oder nein, dass wir ein Parzuf haben, der herauskam als Kette, aber wie immer, und Zorn in Katnot, jetzt bekommen sie Gadlut. Das heißt, das Licht von Absa kommt, und Sivuk findet statt auf der Phase Prinat Dalet über Gimel, oder sagen wir nur Dalet, der Einfachkeit halber. Rosh bekommt Gadlut, erfährt Gadlut. Was bedeutet das? Eine Kraft von oben kommt, das kann das jeder sich darstellen.
Das Licht kommt und dringt ein durch Parzu von Sag zu Kette von Nikodim, durch Kette von Nikodim, dann Galgal Trinaim von Abba Ve'ima von Nikodim und Achab von Abba Ve'ima, die gefallen sind in Galgal Trinaim von Sohn von Nikodim. Die bekommen das Licht von Gadlut, das heißt, sie bekommen die Kraft, ihr Galgalta Enaim sich damit zu verbinden, und Galgalta Enaim mit Abba Ve'ima und Achab mit Abba Ve'ima werden nochmal ein Rosh und nicht zwei Hälften. Und dadurch bekommt Abba Ve'ima Gadlut. Der Rosh wird groß. Gadlut. Zusammen mit dem Achab des Rosh, mit Achab von also Abba Ve'ima, Galgalta Rinaim von Sohn stiegen ebenfalls auf zu Guf der Nikodim, zu der Guf von Nikodim, ja, Sohn. Sie stiegen ebenfalls auf. Wenn Galgalta Rinaim von Abba Ve'ima Gadlut erfahren. Noch, Entschuldigung. Wenn Achab dabei wie immer Gadlut erfand, dann Galgalta Rinaim von Son, die angehaftet sind, denn jetzt dann aber wie immer, steigen ebenfalls damit auf. Und dann im Rosh von Abba Ve'ima, wo wir Galgalta Rinaim von Abba Ve'ima, Achab von Abba Ve'ima und Galgalta Rinaim von Son. Galgalta Rinaim von Son, diejenigen, die in dem Achab von Rosh von Abba Ve'ima sind, sie heißen Mann. Okay? Ist das klar? Okay, dann also frag darüber. Ja. Wir können sagen, es gibt zwei Phasen. Zuerst kommt Licht von Absag, Licht von Gadlut, die bringt den Passa herab, und erst dann gibt es dann die Sukdake über Rochma, und das dringt ein und verursacht den Zerbruch der Gefäße. Und Rab sagt, nein, zuerst einmal. Es steht hier nicht so geschrieben. Warum fügst du hinzu? Zuerst mal musst du lernen, was hier steht. Hier spricht er über Handlungen, wie präzise das geschieht. Das werden wir später lernen. Schüler fragt, also wenn Galgalta Rinaim von Son Achab da Abba Ve'ima, das heißt man, das sagt nein, nur Galgalta Rinaim von Son, der sich erhebt, zusammen mit Achab von Galgalta Rinaim auf den Stufen von Rosh von Abba Ve'ima, das, die heißen Mann. Und dann Jan fragt, okay, wer verursachte diese Handlung? Wer hat das verursacht? Und Rab sagt, das Licht von Absag, Dalet Gimel. Und also hier ist Mann ein Phänomen, das von oben geschieht, nicht von unten. Rab sagt, ja, richtig. Noch jemand anders? Niemand? Okay, oh, gut, vielleicht ist auch nicht gut. Ja. Henry, was bedeutet es, anheften, angehaftet sein, dass Galgalta Rinaim von Son sich anhaftet an Achab von Abba Ve'ima? Er sagt, Abba Ve'ima sind in der zweiten Einschränkung, sind zum Bett. Das heißt, dass deren Achab nicht benutzt wird. Sie sind gefallen in Galgalta Rinaim von Son. Und dann geht es weiter, dass Galgalta Rinaim von Son, aber wie immer, sind auf derselben Stufe, dasselbe Licht. Und das ist, was sie näher aneinander bringt, sie aneinander verklebt, aneinander haftet. Und dann oder verschmilzt. Ja. Dann später das Licht von Gadlut erreicht Gadlut von Abba Ve'ima, diesem Dalet über Gimel, dieses Rishmut. Sie werden also groß und sie beginnen zu scheinen mit großer Kraft darin, dass sie geben möchten.
in ihre Gefäße des Empfangens. Das heißt, dass sie sich erheben zu ihrem Galgaltarinaim, auf eine höhere Stufe, zu Rosh. Denn jetzt können sie darüber nachdenken, wie sie geben können, selbst in diesem Gefäß des Empfangens. Was passiert Galgaltarinaim von Son? Die angehaftet sind zum Achab von Abavima während Katnot, wo Nachab von Abavima das kein Licht gab, keine Kraft des Gebens, sondern nur Annullierung. Son ward auch annulliert, also Galgaltarinaim von Son erbat um nichts. Aber jetzt, wo Achab von Abavima sagen, wir möchten geben, in unseren Gefäßen des Empfangens, das heißt, empfangen, um zu geben, ja? Obwohl das noch ein Rosch empfängt nicht, aber das ist der Plan, zu empfangen, um zu geben. Was bedeutet es, dass Galgaltarinaim des Unteren jetzt verschmolzen sind mit Achab des Höheren? Jetzt müssen sie bereit sein. Sie müssen jetzt bereit sein und willentlich sein, teilzunehmen im Geben auf einer ganz neuen Ebene, so wie Achab von Abba Ve'ima, die bereit sind zu geben, selbst in Gadlut jetzt. Also Son stieg ebenfalls auf, obwohl dies Gefäße des Gebens sind, aber das sind Gefäße des Gebens, die zuvor. Nun, das sind keine Gefäße des Gebens. Gefäße des Gebens ist der Schöpfer und ist auch nicht klar. Das ist die Kraft des Gebens. Es gibt keine Gefäße des Gebens. Gefäße sind Verlangen zu empfangen. Also Galgaltarinaim des Niederen möchte jetzt wegsetzen, wie Achab des Oberen, des Höheren, nur umgeben zu sein, so wie Achab des Höheren, so wie der Höher jetzt eine zusätzliche Kraft des Gebens bekommt, so Galgaltarinaim muss auch eine Kraft empfangen. Und dann können sie aufsteigen zusammen mit Achab des Höheren, können sie aufsteigen. Es ist nicht nur, dass Achab ihn erhebt, sondern du musst verschmolzen sein mit dem Achab des Oberen. Du musst es empfangen, annehmen. Du musst bereit sein für dieselbe Gadlut-Größe wie der Achab des Höheren, obwohl es in deinen Gefäßen ist, in Gefäßen des Gebens. Das bedeutet, du wächst neben dem Höheren, wo der Höhere groß ist. Er empfängt jetzt also des Gebens diese ganze Handlung zu planen bis zum Gmartikun, Ende der Korrektur. Und jetzt diese Berechnung, wie können wir jetzt empfangen, um zu geben? All Lichter von oben und das Son geben und Son wird das Ende der Korrektur bringen, Gmartikun. Und Galgaltarinaim des Unteren, jetzt wenn sie aufsteigen zu Abba Ve'ima, mit dem Achab von Abba Ve'ima, dann müssen sie bereit dafür sein. Es ist also nicht Galgaltarinaim, die es gab zur Zeit von Gadlut, sondern es ist bereits Galgaltarinaim, die planen, wie können sie Galgaltarinaim in Gadlut sein. Erwachsenenalter. Das wird betrachtet, dass Achab des Höheren erhebt Galgaltarinaim des Unteren, also Galgaltarinaim des Unteren macht hier ebenfalls große Arbeit. Es gibt hier viele Dinge, die ich nicht denke, dass es für uns wert ist. Aber Galgaltarinaim in der Zeit von Gadlut sind wie ein kleiner Rosch. Und Galgaltarinaim von Gadlut bedeutet, ich habe jetzt eine Gelegenheit und ich plane solche großen Dinge und ich arbeite mit meinen Gefäßen des Gebens bis zum Ende der Korrektur. Gefäße des Gebens bis zum Ende der Korrektur. Das ist Keter, Chochma und Gardabina.
die müssen im Parzuf sein, das vollkommen Havaya, das wesentliche Havaya, den vier Phasen des direkten Lichtes, die tatsächlich das Ende der Korrektur verwirklichen. Wirklich solche derartige Berechnungen. Und das ist alles jetzt in der Welt von Nikodim. Also, das sind wahrlich großartige Dinge. Es ist ja nicht simpel, was da geschieht. In Ordnung? Okay, dann lasst uns fortsetzen. Wir sind immer noch in Punkt 101. Und auf Sack, lies es nochmal von vorne. Okay, nochmal. Der Zerbruch der Gefäße, Schwirat HaKelim und ihren Sturz in die Weltenbier. 101. Wir haben das Geheimnis des Aufstiegs von Man und der Sfirat Dat gut erläutert, dass der Aspekt der Kelim, der Panim, der Welt und Nikodim sind, die entstanden und zu Abba Ve'ima aufgestiegen sind. Denn Abba Ve'ima empfing das neue Licht ab Sagdaak aus Sonderak, genannt Punkt von Shuruk. Und ließen das untere Hey von Nikvenaim zu B absteigen und ihre Kelim der Choraim, der Rückseite, Achabdins, hatte Nikodim gestürzt waren, aufsteigen. Als Ergebnis dessen die Kelim der Banim von Saad, Zack, stiegen die an und sie waren angeheftet an die Gefäßkelim der Choraim, aber wie immer ebenfalls auf. Satek Nikodim wurde dort zum Mann und brachten aber wie immer in den Zustand Angesicht zu Angesicht zurück. Banim. Da das untere Hey beziehungsweise Prinadalet auf ihrem Platz zu B bereits abgestiegen waren, führte der auf diesem Massach der Prinadalet vollzogene Sivogdaka zur Formung von 10 kompletten Sferot auf der Stufe Keter mit dem Licht Yechida. Saat, welche da als Mann mit einbezogen sind, empfangen daher auch diese großen Lichter von Abba Ve'ima. All das wirkt nur von unten nach aufwärts. Aber wer immer Rosh de Nikodim sind, wo der Sivuk stattfindet, der die Zinsverrot von unten nach oben bildete. Diese Lichter breiten sich danach auch in Prinaguf aus, das heißt von oben nach unten. Und dann stiegen Saat samt allen in Abba Ve'ima empfangenen Lichtern ab auf ihren Platz unten. Infolgedessen wurden Rosh und Guf und Patsuf Gadlut und Nikodim abgeschlossen. Eine derartige Ausbreitung des Lichts wird als Phase, Aspekt von Tamim, von Patsuf, Gadlut und Nikodim definiert. Auf sagt, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, dann diese Dinge sind oberflächlich sehr wichtig. Es gab Gadlut und Welt von Nikodim. Das ist Galgalta Venaim von Keter, Galgalta Venaim von Abba Ve'ima, Galgalta Venaim von Son. Richtig? Rosh von Itlapshut, Rosh von Avyut und Guf. Nur in Galgalta Venaim, das heißt nur mit Gefäßen des Gebens. Gefäßen des Empfangs existieren, sie sind jedoch im Innern, sie sind abgeschlossen, gefaltet. Das heißt Galgalta Venaim. Das heißt, Achoraim, Gefäße des Empfangs, Achoraims befinden sich im Innern. Jetzt kommt das Licht der Größe von oben, von Ab und Sag. Es dehnt sich aus von oberhalb von Tabor, trinkt ein Keter von Nikodim zum Galgalta Ve'inaim. Und dann kommt, dann passiert es so, dass Keter bekommt Gadlut, das heißt die Kraft, sodass er sein Achab zu seinem Galgalta Ve'inaim hinzufügen kann. Dann haben wir Gadlut von Keter. Danach gibt es Gadlut in Abba Ve'ima zu Keter Absag, trinkt ein in Galgalta Ve'inaim von Abba Ve'ima. Es gibt Kraft von Abba Ve'ima, Galgalta Ve'inaim von Abba Ve'ima hinzuzufügen. Und mit diesem Abba Ve'ima empfängt es 10 Sefirot, nicht die Hälfte. Jetzt werden es 10 vollkommene Sefirot. Zusammen mit Achab von Abba Ve'ima erheben sich auf dieselbe Stufe, obwohl Galgalta Ve'inaim von Son, und sie befinden sich darin in Abba Ve'ima als Mann.
Und später Son empfängt Gadlut, wenn sie die Kraft ihr Galgal mit ihrem Achabz verschmelzen und das höhere Licht geht und geht über von Keter zu Abaveima und zu Son. Das war's. Und es bringt dann den Zerbruch hervor. Das wird später sein, das studieren wir später. Aber das betrachtet als Parzu von Gadlut der Nikodim, wurde Gadlut zu Nikodim. Ist das jetzt klar? Nun, Shlomo. Wessen Massach benutzt Sattes und dann, also ich verstehe nicht, was du meinst. Nun, der Bruch geschieht, weil es keinen Massach gab. Nicht warum, erklär dich nicht selbst, frag. Nein, ich erkläre nicht. Er schreibt doch, Satt stieg auf als Mann. Er sagt, Galgalte Inaim von Son. Nein, er schreibt über Saat, die unteren sieben. Sie stiegen auf als Mann. Das ist also nicht Galgalte Inaim. Darauf sagt, lies nochmal. Und so Kelim von Panim de Saat, die angehaftet waren an Kelim von Achabt, aber wie immer aufstiegen, sie verschmalzen, sie stiegen auf. Er sagt, ja, Saat von Nikodim ist nicht die Unterhälfte von Nikodim. Saat von Nikodim ist gesamte Sohn von Nikodim. Ganze Guf von Nikodim. Er nennt das Saat. Okay, weil Rosh als Keter, Chochma und Bina und dann die unteren sieben, der meint den Guf, also er sagt allgemeinen, dass der Guf steigt auf zu Rosh und das heißt Mann. Er hat keinen Massach, sagt der Schlummi. Er hat keinen Massach, nicht so schick auf. Und Rav sagt, zuerst mal die Tatsache, dass existiert selbst in der Form von Galgalta hinein, bedeutet, dass er Massach hat über die Kelim von Gadlut, seine Gefäßen des Gebens. Jetzt bekommt das Licht von Absag, von Achab, von Abaveima, und verschmolz das, verband das und erhob es zur Stufe von Rosh. Und wenn sie es aufstehen zur Stufe von Rosh, gibt es hier Frage, wer stieg auf zur Stufe von Rosh? Ein Mangel, denn Rosh sind keine Kelim, was der Unter erhebt von seinem Guf. Was der Rosh erhebt. Wenn er den Guf erhebt zum Rosh, dann erhebt er nicht die Kelim, er erhebt den Mangel, die Mängel. Dann diese Kelim, diese Mängel des Guf sind im Rosh und sie heißen Mann. Und das verursacht Zivuk de Gadlut. Und er sagt, nein, ich spring nicht nach vorne wie du. Was heißt, wo heißt das? Und Schlummi, aber schreib doch das. Das ist... Er sagt, okay, ja, das ist, was Gadlut verursacht. Okay, gut. Nein, ist nicht klar, der Übergang von Gadlut zu Gadlut, deswegen frage ich. Er sagt dir das nicht so. Er sagt, Jungs, schaut mal, warum respektiert ihr nicht, was er hier schreibt? Schreib dein eigenes Buch, wenn du willst. Es gibt hier so viel so zwischen den Worten. Und wenn er schreibt, dann schreibt es, es ist nicht er. Was, Levitsch? Warum das Licht von Absag, warum ist das gekommen? Man sagt, das Licht von Absag betrachtet jetzt die Bitte, die Forderung im Geben sein, wie ein Gefäß des Empfangens. Levitsch fragt weiter. Son forderte das. Wer hat es gefordert? Son sagt Reshimot von Dalet über Kimmel. Als Nekudot von Sag von Hideak empfingen.
Sie wollten in Gadlut sein, empfangen, um zu geben, das gesamte Licht von Chochma und zum Ende der Korrektur bringen. Schüler fragt, also ist es eine zweite Handlung? Zuerst gab es Gadlut und Nikodim, seit Gadlut von Olam Nikodim entstand über Reshimot von Bet Aleph über Zimtzum Bet. Na, die zweite Reshimot, die forderten das. Ja? David fragt, er schreibt hier, dass aber wie immer drin ein Rosh von Nikodim, dann ist nur von unten nach aufwärts, wo der Sivuk vollzogen, Sivuk der Gein Form von 10 kompletten Sferot. Was bedeutet das? Er sagt, es geht mit der Berechnung des Gen, die Berechnung der Kelim selbst, sondern der Wurzeln der Kelim. Ja, noch. Wer noch? Ja. Also bezüglich Aliyat Man, das Erheben von Man. Soll der Untere nicht in den Mängeln arbeiten? Muss er nicht arbeiten an der Anhaftung zum Hören? Was sagt die Tatsache, dass der Untere verschmolzen ist mit dem Höheren in seiner Arbeit, durch seine Arbeit? Wenn wir über uns sprechen, dort war das gemacht durch Kraft von oben. Galgalteinaim von Son, das verschmolzen ist mit dem Achab, von Abba Ve'ima. Und Abba Ve'ima, deswegen erhob sie zusammen mit ihnen zur Stufe von Rosh. Dann Galgalteinaim von Son, die in dem Rosh sind, zusammen mit Achab, der Abba Ve'ima. Sie erwecken Abba Ve'ima. Und die Erweckung, der Erweckung von deren Mangel sind, aber wie immer, dass sie über in Übergang heißt Mann. Jetzt, Rosh von Abba Ve'ima, Chochma und Binah haben einen Mangel von unten nach, von unten nach unten, dass ihr Mangel, ihre Kinder, Mangel, fordert von ihnen eine Paarung durchzuführen von Abba Ve'ima und dementsprechend dieses Mann. Und was ist Mann von Son? Ihn empfangen und Ausdruck des Gebens. Diese Kraft zu bekommen für die Kelim von Achab, der Son, sie sich zu verbinden mit die, auf diese Stufe und sie wog über sie zu machen, mit gesamte Son und ihnen das Licht von Chochma zu geben, sodass sie empfangen und Ausdruck des Gebens. Diese Mängel, die jetzt in Rosh und Abba Ve'ima stattfinden, heißen Man. Mein Nukvin, das heißt Nukva, weiblich, verbunden ist mit Bina und sie wurden zu einem. Also es revolutioniert, sage ich Schüler, was ich im Kopf habe. Denn wir müssen nicht, überhaupt nicht auf den Mängeln arbeiten. Er sagt, an den Mängeln? Das hängt ab von an welchen Mängeln? Den Mängeln des Gebens? Und Vital fragt, ich habe keinerlei Grund zu suchen, noch irgendwelche Mängel zu geben, denn was in mir existiert, existiert hier bereits. Was ich jetzt tun muss, ist nur mit meinem Achab das Hören anzuhaften, sagen wir den Zehner, und dann, wo sie aufsteigen, diese Mängel, der in mir, existiert, der verwirklicht sich dann in diesen Aufstieg. Ja? Er sagt, ja, in Ordnung. In Ordnung. Ja, bitte. Ich möchte nur sehen, ob ich richtig verstanden habe. Also zuerst mal gibt es das Licht der Erweckung der Vitalität und Absack, der das System belebt. Und dann, weil Saad angreift des Achab von Abba Ve'ima, erheben sie sich höher. Und dann gibt es eine zusätzliche Forderung, die erweckt erscheint von Saad. Und das verursacht Abba Ve'ima, eine weitere Paarung durchzuführen. Und dann bekommen sie mehr Licht. Und das verursacht dann den Zerbruch. Und Absack,
Ja, warte, wir müssen noch sprechen über den Zerbruch. Er hat nur mit einem Wort hier erwähnt. Schüler fragt, ich frage, ob es verschiedene Lichter gibt. Zuerst gibt es ein Licht, das bekommt das Licht der Lebendigkeit, des Lebens, Lebendigkeit. Nein, zusätzlich, das den Zerbruch hervorführt. Er sagt, aber es gibt kein Licht, das den Zerbruch hervorführt. Das Licht, sie möchten empfangen aus des Gebens, aber weil sie nicht bereit sind, weil Prinadalets offenbart wird, das verhüllt war zuvor, das verursachte den Zerbruch. Nicht das Licht verursacht den Zerbruch. Okay? Weiter. 102. In Parzuf Nekudim werden ebenfalls die vier Stadien unterschieden. Tamim, Nekudot, Tagin und Otiot. Da alle Kräfte in den höheren vorhanden sind, ebenfalls in den unteren agieren. In den unteren sammeln sich allerdings zusätzlich Unverzahlen über den höheren. Wie festgestellt wird, was Wesen der Ausbreitung eines jeden Parzuf nach unten mit dem Namen Tamim bezeichnet wird. Nach seiner Ausbreitung vollzog sich der Zusammenstoß des umgebenden Lichts mit dem inneren Licht, Bitush Pnimi Umakiv, sodass der Massach sich dadurch stufenweise abschwächte, bis es sich dem Massach der Pederosh völlig anglich. Da jedoch das obere Licht nie abbricht, vollzieht es den Sivuk im Massach auf jeder Stufe der Aviot während seiner Abschwächung. Das heißt, beim Übergang von Prinadale zum Prinagilim erscheint er auf die Stufe Chochma, und wenn er Prinabet erreicht, taucht die Stufe Binah auf. Und wenn der Massach zu Prina Alef gelangt, resultiert daraus die Stufe Seanpin, und der Massach mit Aviut Prina Shoresh erzeugt die Stufe Komat Malchut. Diese sämtlichen Stufen, die der Massach während seiner Abschwächung erzeugt, werden als Nekudot bezeichnet. Die Reshimot, die von den Lichtern nach ihrem Austritt zurückbleiben, werden als Tagin bezeichnet. Und die Kelim, welche nach dem Verlassen des Lichtes lichtlos zurückbleiben, heißen Otiot. Und nachdem der Massach die ganze Aviute Gu vollständig los wird, wird er mit Massach der Pederosh durch einen Sivuk verbunden, und so entsteht nun der zweite Pazuf. Achte darauf. Begründung und Erklärung. Rav sagt, gibt's hier nichts wirklich Neues. Gibt's hier was, was ihr fragen möchtet? Wie üblicherweise über Tanta spricht er, was wir vorher gesagt hat. Weiter, 103. Genau auf diese Art geht es auch ein Parzuf von Nekudim vor sich. Hier tauchen ebenfalls zwei Parzufim auf, Ab und Zag, eine unter dem anderen. Jeder mit seinem eigenen Tamim, Nekudot, Tagin und Otiot. Der einzige Unterschied in der Abschwächung des Massach, die sich nicht durch den Zusammenschluss des umgegebenen Lichtes mit dem inneren Licht ereignete, sondern wegen der Erscheinung der Kategorie von Din, Koach HaDin, von der Einschränkung Malchut Mesayemet, die in diesen Gefäßen enthalten waren. Daher blieben Parzuf keine leeren Kelim nach dem Hinausgehen der Lichter, wie in den drei Parzufen Galgalta, Ab und Zag, sondern sie zerbrachen, starben und stürzten in die Welten Bia. Er sagt, es gibt keine Fragen, oder gibt es doch? Alle sind im Schläfrigkeitszustand. Nochmal? Okay, weckt euch, rüttelt euch wach. Okay. Und hier nochmal, hier im Parzuf von Nekudim wurde es genauso getan. Auch hier tauchten zwei Parzufim auf, Ab und Zag, eines unter dem anderen. Jeder mit seinen eigenen Tamim, Nekudot, Tagin und Otiot. Der einzige Unterschied liegt in der Abschwächung des Massach, die sich nicht durch den Zusammenstoß von Bitush Pnim Umakiv ereignete, sondern wegen der Erscheinung der Kraft von Din, von der einschränkenden Machot, die in diesen Gefäßen enthalten war. Daher blieb im Parzuf keine leeren Kelim nach dem Austreten der Lichter, wie in den drei Parzufim Galgalta, Ab und Zag, sondern sie zerbrachen, starben und stürzten in die Welten Bia. Okay.
Erklären Sie. Es ist unklar, was hier geschrieben steht. Welcher Punkt? Ja, 103, was wir gerade gelesen haben. Was ist denn der Unterschied? Das sagt, ich wollte nur sicherstellen, dass du das weißt. Also nochmal. 103. Genau auf dieser Seite steht auch ein Pazuf von Nikodem, wie es geschah in den zwei Pazufim und zack, ein unter dem anderen. Auch hier entstehen also zwei Pazufim ab und zack. Wo haben wir das Pazuf von Nikodem? Haben wir ab und zack? Eine unter dem anderen. Und dann in jedem einen. Jeder mit seinem eigenen Tamim, Nekodot, Tagin und Otjot. Also, wenn das große Licht kommt, das Licht von Absag, gibt es Kraft, Macht. Diesem ganzen Pazuf geht aber wie immer und sonst. Ein Pazuf gibt die Kraft, diesen einen Pazuf, um zu empfangen in der Ausrichtung des Lebens. Das ist es. Also, wir hatten wir Galgalta, Absag und jetzt. Jedes Pazuf heißt Welt von Nikodem. Es ist ein Pazuf, 10 Sefirot. Und dann empfängt es in der Ausrichtung des Gebens. Es hat Reshimot von Dalet. Das ist das Reshimot von Dalet, der als durch ein Sevuk vollführt in Dal Gimel Bet Shoresh. Und das ist, warum er sagt, dass Tamim Nikodot Gimel Otiot dies durchführt. Der einzige Unterschied liegt darin, von diesem vorhergehenden Pazufim, das ist Histakut von der Reinigung der Massach, das hier nicht vollführt wird durch die Opnemie, wie es war, als das umgebende Licht zum Tabur gelangte und wollte eintreten in diese Grenze zu erniedrigen, damit es mehr erhalten kann. Aber hier wird es in einer unterschiedlichen Art und Weise getan. Es entstand nicht durch den Bitush, durch den Bezuf. Bitush, weil es hier erklärt, aber es ist durch die Kraft von dem der Urteile in Malchut, welches eingeschlossen ist in diesen Kelim. Was bedeutet? Es wurde enthüllt im Pazuf, wenn es in der Absicht, den Verlangen zu geben, geben wollte. Also es wollte etwas geben, um etwas zu empfangen. Und das ist, warum die Lichter sich trennten. Das Pazuf abgeschlossen wurde und das ist, warum die Kelim sie in Kelim verblieben. In Galgalta ab Leenheim. Sie sind nur leer des Lichtes. Wie den drei Pazufim ab Sagma, aber sie zerbrochen und starben. Und diese Kelim empfangen etwas, damit sie etwas empfangen konnten. Denn die Kraft von Absag des Lichtes hat ihnen nicht genug Kraft gegeben, damit sie etwas empfangen können, um zu geben. Pina der Dalet wurde enthüllt, Malchut von Malchut und Gartenpreise, dass das Licht von Absag ist nicht passend für sie. Und sie können nicht die Kraft erhalten, dass sie zum Pazuf gelangen, sie zu Malchut von Malchut gelangen, dass sie fähig werden, um geben zu können. Es gibt ja nichts, diese solche Sache. Es gibt nicht diese Kraft von oben, um dies zu tun. Warum Malchut? Malchut ist in der Art und Weise, es wurde erschaffen in der Art und Weise, das ist das Herz des Steines. Es wird nicht beeindruckt durch den Schöpfer, es wird nicht beeindruckt durch das höhere Licht. Es verändert mich nicht zu dieser Eigenschaft. Es gibt es. Warum? Diese Kraft ist besonders die Kraft des Geschöpfers. Also es muss dort sein. Andererseits, diese ganze Frage ist nur ein Spiel. Das heißt, es muss im Geschöpf dieses Gefühl geben, dass man gegensätzlich ist zum Schöpfer. Und dieser Gegensätzlichkeit kann der Schöpfer nicht ihm geben. Er kann das nicht umkehren. Und darin, in diesem Aspekt, hat der Schöpfer einen
Stein erschaffen, den er nicht erheben kann, den er nicht umkehren kann. Das ist, was geschrieben steht. Ist das klar? מתחילת ההשתלשלות של הפרצופים של גלגלטה אנחנו מדברים שהכלי קבלה זה בעצם אור חוזר. Der Parzufim von Galgalta sich ausdehnen, das sind die Gefäße des Empfangs. Sprechen wir darüber, dass wir das Licht zurückkehrt. So warum empfangen wir in Malchut an sich selbst? Nein, wir möchten empfangen, um zu geben. Ja, aber in den Gefäßen des umkehrenden Lichtes, nicht in Malchut sich selbst, also es ist über Malchut. Nein, nein, es ist nicht Malchut, das ist nicht in der Absicht des Gebens zu sein. Was bedeutet es, für sich selbst zu sein? Gefäßen für sich selbst, das höhere Licht wird eintreten. Ja, aber es gibt nicht eine solche Sache. Ja, das ist nur in der Absicht, um zu geben. Also warum ist dieses System, warum scheint es, dass es zerbricht? Es hat kein Ochosea, sagt Rav. Malchut über Malchut. Okay, also es gibt kein Korrigieren. Es steht in Malchut über Malchut. Ja, das ist, was alles zerbricht. Denn Malchut von Malchut existiert auch in den ersten neun. Also was ist Galgalta von den Naim? In den ersten neun ist das nicht die Absicht über Malchut von Malchut. Nein, es ist bedeutet Mann, dass ich etwas empfangen möchte, um zu geben. In all meinen Kelim, ich stimme zu, ich erhalte diese Kraft und ich setze fort, ich erhalte dieses Licht. Ich möchte einen Massach abbauen mit der Absicht des Gebens. Also schreite voran, okay? Also du schreitest voran, du möchtest das Licht von Ensof, dann wird Malchut von Malchut enthüllt in der Zeit von der Enthüllung. Das ist, warum der Zerbruch erschien. Aber es ist, wie ein Kind sagt, oh, es ist zerbrochen. Ich habe es nicht, ich wollte es nicht. Es entstand nicht durch sein Verlangen, aber es ist entstanden. Denn Adam HaRishon, dieses Parzuf, es ist jetzt noch nicht das Parzuf von Adam HaRishon, also wir lesen noch darüber, aber es ist der gleiche Prozess. Und er plant das Ende der Korrektur, die zur Vollständigkeit, die Vollständigkeit von Dvekut. Okay? מקווה שהשאלה במסגרת המותר עדיין לא ברור לי איך מותר שייכנס אור סאג מותר כי זה פרצוף סאג כל הזמן ich verstehe nicht wie das Licht von Absag eintritt und so wie ist das Licht von Chochma eintritt in unter den Tabur damit es gesehen wird als die erste Einschränkung. Nein, es schränkt nicht Zim zum Aleph ein, das heißt, es schränkt die zweite Einschränkung ein und das wird Zim zum Welt. Das bedeutet, dass er zurückkehrt, um zu geben, in Gefäßen zu empfangen. Also wenn du fähig bist dazu, dann ist das okay, dann erhältst du diesen Genuss davon. Zim zum Bett war nur Übersag. Zim zum Bet bedeutet, dass ich nicht die Kraft habe, etwas zu empfangen, um zu geben, in meinem Achab, in meinen Gefäßen des Empfangens. Das ist, warum ich mich selbst einschränke. Und jetzt habe ich die Kraft, etwas zu empfangen, um zu geben, in meinen Gefäßen des Empfangens. Also eröffne ich mich. Vielleicht, sagt Gadi, von Sag, es qualifiziert mir dieses Parzuf umzugeben. Also Sag ist, tritt ein in Chassadim. Also vielleicht gibt es kein Licht von Chassadim, sondern es nur in Sag. Es kann keine Sag sind in die Gefäße des Gebens. Und es gibt keine Einschränkung in ihnen. Das sind nur die Gefäße des Empfangens vom Achab, und das enthüllt wird in Sag. Dort gibt es keine Kraft, im Verlangen zu geben. Zim zum Bett ist die Vorhersehung zu arbeiten mit Gefäßen.
תלמיד מישראל שואל בסוף עוד קופגים אלו הוא כותב שקרים פרגס מאינטרנט ein student von israel fragt er schreibt die gefäße zerbrachen fallen zu bia azilut und bia ist etwas die teilung das danach entsteht oder was im passa ist und das wird als bia betrachtet bia bedeutet die welt von bia welche wir nicht erreicht haben. Aber es ist der Platz der Welt von Abia. Und das ist der Platz des Empfangens, das enthüllt wird in Nekodot von Sack. Als Nekodot von Sack getrennt wird in Gefäße des Gebens von Tabot und Parsa, in Gefäßen des Empfangens von Parsa zum Sium. Gen. Mario von den Philippinen schuel, ma meni et a poula shel Or Abdesag. Mario von den Philippinen fragt: Was lenkt die Handlung von Absag? Absag, das Reshmot, dass wir sie verwirklichen, damit sie geben können. Sie erwecken das Licht von Absag. Okay, Jungs. Wir sind so einer Geschwindigkeit, dass wir nicht einschlafen, wir lesen weiter. Das Parzuf Tamim, der Parzuf Tamim, der in der Welt Nekodim auftauchte, ist der erste Parzuf von Nekodim, entstand in der Stufe Keter, entstand in Guf, Rosh und Guf. Guf. Der Rosh kam in Avari immer hervor und Guf, die Ausbreitung der Sat von P. Und der aber wie immer nach unten. Und diese Hishpatut vom P, aber wie immer nach unten zum Melech Hadad. Es ist wirklich die Gesamtheit aller Sade Nekodim, die zurückkehren sich an diesen Platz der Erhebung von Man wieder ausbreiten. Da jedoch ihre Wurzel in Abt wie immer blieb, um den Zustand Panim, der Panim von Abt wie immer zu ermöglichen und zu realisieren. Das bedeutet, dass der gleiche Mangel, der Abt wie immer hat jetzt in diesem Rosh in Abt wie immer von Son, der Vollständigkeit von Zorn, das Abstieg und es bat um den Zivug, dieser Mangel verpflichtet aber wie immer Panim, wie Panim zu sein im Rosh, wie in Galgalta und Ab. Und jetzt führt es einen Zivug der HKA durch, einen Schlag und vom Rosh ist dieses Licht, es dehnt sich aus zum Guf und dieses Parzuf wird genannt Melech Hadad, der König von Dad. Warum? Der König des Wissens. Warum gab es hier diesen Zivug Daka'a in diesem Parzuf? Der Welt von Nikodem. Es wird nur Olam genannt, Welt. Dieser Zivug entstand, weil ein Mangel sich erhob von unten zu aber wie immer. Son bittet, es schränkt sich ein, die zweite Einschränkung zum Bett. Es gibt uns die Kraft, etwas zu empfangen, um zu geben. Wir möchten empfangen, um zu geben, mit der Absicht des Gebens. Dieser Mangel, der in Abba wie immer ist, von Son, er wird genannt. Und dann wird dieser Mangel, in Abba wie immer, sich trifft in Rosh. Es entsteht diese Kraft des Lichtes. Ein Parzuf entsteht, Rosh von Keter, Rosh von Abwehima und ein Guf. Wie vorher in Parzufim, aber der Unterschied liegt hierin, dass der Unterschied darin liegt, dass ab Guf le Rosh. Sham ayu. Bis zum Rosh. Dort ist der Mangel. Sie stiegen ab, von oben nach unten, von Malchut Ein Sof zu Galgalta, zu Ab, zu Sag und so weiter, von oben. Und hier liegt der Mangel darin, dass es von unten entsteht, von Galgalta Venaim, von Son, das Aufstieg zu Abwehima, und es schränkt sich ein zum Bett, die erste Einschränkung, die mit der Absicht des Gebens,
Und dann, als dies geschah, dann trat ein Rosh hervor, welches aber wie immer genannt wird, und ein Gof, welches Melchadad genannt wird. Warum Melchadad? Weil man das aber wie immer entstand, und das Licht von Chochmah zu empfangen und es zu empfangen mit der Absicht des Gebens. Dieses Mann wird genannt in der Art. Es verschmilzt, zusammen zu sein. Das ist, warum es so genannt wird. Durch dieses wird das Parzuf abgeschlossen, denn es zerbrach. Sie empfangen es in der Absicht des Gebens, in den Lichtern, dass sie zum Guf aufsteigen. Und sie begannen, sich zu zerbrechen. Also es zerbrach dieses ganze Parzuf, aber wie immer wurden eingeschränkt von ihrer Rolle. Sie verbanden sich, damit sie Gadlut dem Höheren geben möchten. Und das ist, was verblieb. Wohl, sie haben nicht wirklich die ganzen Rechimot aktualisiert, sondern nur die größten Rechimot. Und jetzt entstand ein kleineres Rechimot. Und das sagt ab, wie immer, mache ein Zebuk, gib mir die Kraft, gib mir die Erfüllung, dass ich empfangen kann, um zu geben. Aber nicht im Dalit, aber im Gimel. Und aber wie immer, vollführt diesen Zebuk, es gibt mir die Kraft. Und es empfängt, in der Absicht zu geben. Und die Kraft von denen der Urteile wird enthüllt darin, welches Malchut von Malchut ist, das heißt des Steines, wo man eine Handlung nicht ausführen kann, sondern es zerbrach. Und es bedeutet, dass es starb. Das heißt ohne Massach, das heißt, es kann nicht das höhere Licht empfangen. Denn es ist in der Absicht zu empfangen, und das ist, warum es bedeutet zu empfangen. Und so weiter, bis die ganzen Rechimot, die in Son entstehen, die fähig sind, die fordern von aber wie immer ein Zivug durchführen, in der Absicht des Gebens, die Möglichkeit mir zu geben. All diese Rechimot wurden verwirklicht und Son war vollständig zerbrochen, Son von Nekodim. Und aber wie immer kehrte zurück zu Kadmon. Und das ist alles. In Rosh, diese ganze Form des Zivug von Abba wie immer endete dort. Und das wird genannt die Einschränkung der Welt von Nekudim. Was ist das Ergebnis davon, dass wir zerbrochene Kelim haben von all den Parzufim, die hervortraten in Son? Wir haben Gedanken, Absichten, die zerbrochen sind. Vom Rosh von Abba wie immer. Und alles wurde wirklich zerbrochen. Das Ergebnis von diesem Zerbruch liegt darin, dass es einen Mangel gibt, eine Vermischung des Gefäßes zu empfangen, des Gefäßes des Gebens, in der Absicht, dass wir geben können. Und was daraus hervortrat, ist, dass wir keinen Erfolg haben. Also wie auch immer, all diese Klärungen sind notwendig. Sie sind notwendig, damit wir später sie korrigieren und genau erkennen, wo ist die Verdorbenheit, was müssen wir tun, damit wir die Korrektur durchführen. Also ohne der Verdorbenheit wird es unmöglich sein, die Korrektur durchzuführen. Also wir haben jetzt beides, Verdorbenheit und Korrektur, in der Art und Weise, dass wir planen können, alles entsprechend dem Ende der Korrektur, und dass der Zerbruch notwendig war. Das heißt, wir müssen durch den Zerbruch hindurchgehen, auch jetzt, wenn wir schrittweise uns annähern zu der spirituellen Arbeit, müssen wir durch diese Klärung hindurchgehen, durch diesen Zerbruch. Und nur danach werden wir wissen, wie wir sie überwinden, wie wir diese Klärungen überwinden können, dann treten wir ein in die wahre Korrektur. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Prina Dalet
und sind zum Brett, fragte er. Und Malchut und Malchut, das den Zerbruch entstehen ließ. Warum war es möglich, Zimtzum, die Einschränkung durchzuführen? Wo ich sage, okay, ich höre hier auf, mein Gefäß zu geben. Und hier in Malchut, vor einigen Tagen haben Sie gesagt, dass in der Spiritualität, in jeder Handlung wird gemessen, es keine solche Sache, dass es hier einen Fehler gibt. Also wie kann es sein, dass es hier einen Fehler gibt, dass hier ein Fehler entsteht, der den Zerbruch entstehen lässt, der Zerbruch ist des Massach. Der Fehler ist kein Fehler, weil in Rosh von Nikodim, Keter in Abaveima, sie kommen von oben, und Guf von Nikodim, Dalet Gimel, also im Guf, das erscheint, ist eine Erklärung, das nicht erscheinen kann im Rosh, das vorher geplant war. Und das ist, wie es gelenkt wird. Und das heißt, wie soll ich es ausdrücken, dass die Daten, die existieren im Rosh, waren nicht passend in dem, was im Guf war. Denn der Rosh kommt von oben durch diese Entwicklung von oben nach unten und der Guf hat diese erweckt von unten nach oben, vom Hidak, vier über drei, also, schau, wenn er es versteht, okay, wenn er es nicht versteht, ist es nicht so schlecht bisher. In der Hauptsache nimmt es als, akzeptiert es als etwas, das verlangt wird. Der Schöpfer, die höhere Kraft, hat dies gemanagt, um diesen Zerbruch zu organisieren. Das ist, warum Rabbi Akiva, er froh war, in diesem Schrei und er lachte darüber, dass am Ende alles zerbrochen war und nur die Korrektur verblieb. Was immer geschah, es ist nur für die Korrektur. Eddie fragt weiter, gibt es einen Unterschied im Gefühl, dass nur Prina Dalet das Gefühl von Malchut von Malchut hat? In der Intensität. Es ist nicht etwas, das du identifizieren kannst im Voraus. Ja. Wenn du diesen ganzen Checkpoint erhalten möchtest, ist es, als wenn du die ganzen Informationen hast im Voraus, aber das sind diese Informationen, diese Daten, die im Guf entstehen und du kannst es nicht in Berechnung einbeziehen. Denn dann wird eine Erklärung entstehen, wo du durch nicht fähig bist. Ich verstehe, dass du diese Fragen hast und es wird verbleiben, bis und es existiert in jedem Einzelnen, aber wir können nicht sagen, dass wie kann es sein, dass es hier keine Korrektur, kein Massach darin gibt. Du kannst fragen, okay, wir gehen darüber hindurch, mit diesem großen Licht, was erschien, dass wir es nicht empfangen können, umzugeben. Dann wie ist es möglich? Wo haben wir, woher kommt dies? Woher erhalten wir diese Kraft für diese Korrektur? Und auch, es ist sehr entfernt von uns, aber es ist dennoch da. Ah, Victor. Wenn Sohn von Nikodim versucht, einen Zivug durchzuführen über Gadlut in Dalet und in Gimel und so weiter, warum ist das Ergebnis der Zerbruch und nicht die Reinigung? Das wird genannt Chistachechut, die Reinigung, aber durch den Zerbruch, denn jedes Verlangen, das empfangen möchte, umzugeben, diese Verlangen erscheinen, um zu empfangen. Und dann zerbrach dieses Parzuf. Was bedeutet, es zerbrach, dass das höhere Licht, das eintritt in Parzuf, und das Parzuf an einem bestimmten Punkt, es wollte etwas empfangen, in der Absicht zu empfangen. Das ist der Zerbruch. Wenn wir es fokussieren können, vielleicht haben Sie gesagt, vielleicht habe ich nicht den Unterschied richtig verstanden, dieser Reinigung und des Zerbruchs schwerer. Also es geschieht in Parzufim und was geschieht jetzt hier? Histachut bedeutet,
dass der Massar verschwindet. Es gibt eine Kraft, um Empfang umzugeben. Und diese Kraft verschwindet. Sie existiert nicht. Das ist alles. Was kann man tun? Nichts. Es ist ein Problem, dass ich... Was kann ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun kann. Danach, wenn wir prüfen und fühlen und sehen, dass wir auserkehren müssen, diesen ganzen Zerbruch und beginnen, vom leichteren zum schwereren klären müssen. Auch nach dem Zerbruch gibt es eine Mischung der Kelim, des Empfangens und des Gebens und der Massach. Also das Ergebnis dieser zwei Prozesse ist total unterschiedlich hier. Ja? Also was ist die Frage? Also ich verstehe das nicht, das Ergebnis, nicht diesen Vorgang. Lass es uns lesen auf der nächsten Seite. Normalerweise euer Mangel ist, dass ihr etwas im Voraus fragt, dass ihr überspringt. Wir lesen 105. Es ist bekannt, dass alle Quantitäten, Qualität in den Sensifirot Rosh ebenso in der Ausbreitung von oben nach unten in den Guf erscheint. Folglich wie bei den Lichtern von Rosh kehrt die Parnamachot zurück und steigt ab von Platz Nikve Enaim zum Platz B. Dann vereinigten Galgat Enaim und Nikve Enaim, welche die Kelim der Panim sind, ihre Kelim der Achoraim, ihre Achab, und die Lichter breiteten sich fort aus. Genauso bei der Ausbreitung von oben nach unten in den Guf erreichten die Lichter auch ihre Kelim der Achoraim, welche Tanhim unterhalb in den Welten des Bia, unterhalb des Passaf der Malchut. Da jedoch die Kraft der abschließenden Malchut in Passaf der Zlut in diesen Kelim vermischt ist, und sobald die Lichter des Melech Hadad diese Kraft begegneten, verließen sie alle ihre Kelim und stiegen zu ihrer Wurzel auf. Dann zerbrachen alle Kelim von Melech Hadad, Panim und Achoraim, starben, stürzten in die Welt von Bia ab. Denn das Verschwinden der Lichter aus den Kelim ist ähnlich dem Verschwinden der vitalen Kraft aus dem biologischen Körper und wird Tod genannt. An dieser Stelle reinigt sich der Massach von der Aviyut Prinadale, nachdem diese Kelim bereits zerbrochen und gestorben waren. Lediglich die Aviyut und der Bina Gimel Prina Gimel blieb zurück. Versteht ihr, das ist der gleiche Prozess, sagt Rav. Es gibt den Grund von Histarechut und Massach, das ist nicht der Betusch, wenn es entscheidet, dass es verschwindet, dass es sich reinigt, dass es in der Absicht des Gebens sich verschwindet, also dass es nicht fähig ist, dies zu tun. Also von diesem Tisch, ich sage dem Gastgeber, ich kann dies nicht tun, also ich kann es ja nicht mehr tun. Ich habe gegessen, ich habe getrunken von hier an. Nein. Es reinigt sich und es nutzt es nicht. Keine Gefäße des Empfangens. Also was erscheint hier, ist, als wenn wir etwas empfangen, um zu geben und es und füllen und uns selbst füllen und dann umzugeben können. Und das geschieht im Rosh. Im Voraus entsteht es im Rosh von aber wie immer, kann er nicht sich identifizieren, dass es in der Absicht des Empfangens ist. Also wann erscheint es im Praktischen? Im Guf. Es erscheint nur in der Ausführung, nur im Guf. Das ist etwas, das geschieht viele, viele Male in unserem Leben. Richtig, Nessi? Nessi, richtig? Ist das richtig oder nicht? Sagen wir, Nessi kommt zu mir und er sagt, schau, was sie hier tun, sie machen dies und jenes und das. Und ich denke, oh je, Junge, was mache ich hier nur? Aber es ist, weil er es mir zeigt. Und ich kann es nicht sehen durch mich selbst. Das bedeutet, mein Kopf, mein Verstand ist auf einer anschließenden Art und Weise kreiert. Und nur von außerhalb wird mir gezeigt,
diese Phänomene, diese Erscheinungen. Und das ist, wie es uns geschieht, allen uns gegenüber. Das heißt, es entstehen aus dem Zerbruch und wir kommen von dort hier. Und wir sind immer noch im Zerbruch und das ist, warum unsere Erklärungen dies zeigen. Und alles, was wir entdecken, sind nur zerbrochene Gefäße. Und alles, was erscheint, das Böse. Und wenn wir darüber weinen, im Inneren, wenn wir das bedauern, wenn wir unser eigenes Fleisch aufessen und so weiter und so weiter. All diese Dinge entstehen dadurch, durch die Enthüllung vom Zerbruch. Das bedeutet, dass Rosh und Guf nicht sich ähneln. Und wenn in der Rosh sich angleichen würde mit dem Guf, im Körper, wird alles okay sein. Wann entsteht dies? Okay. Die Verbrecher, sie eröffnen dies. Also ich werde eine Bank ausrauben, ich habe ein wunderbares Leben, ich werde dies tun und ich mache das. Und das ist alles, alles ist wunderbar. Also wie auch immer, wenn es erscheint, dass wir Dinge im Praktischen tun, das, worin wir nicht zustimmen in unserem Verstand, dann essen wir im Grunde, fressen wir uns im Grunde uns selbst auf. Das ist der Beginn der Korrektur, okay? Es ist, denkt darüber nach, wie es geschieht, wenn es hier eine Differenz gibt zwischen Rosh und Guf. Wir entweder entdecken wir es von unten nach oben oder es kommt zu uns von oben nach unten. Dani, wo ist dieses Beispiel? Wir haben im Rosh, der Masach ist in Nikvenaim und der Guf ist in Parsa. Nein, wo ist der Parsa? Dani, nach Zimzumbet ist der Parsa, aber das Licht von Amsak schränkt Parsa ein. Es gibt keinen Parsa. Dani, es ist nicht klar, warum Rosh nicht diese Dinge vorhersehen kann. Graf, weil im Guf gibt es so ein Verlangen, das nicht existiert im Rosh. Es existiert nicht im Rosh. Du kommst zu einer Party und du machst eine Diät. Alles ist wunderbar. Und du hältst deine Diät ein und die Freunde beginnen, Druck auf dich auszuüben. Sie sagen, komm, lass uns was trinken. Hier und das. Lass diese Dinge versuchen. Das ist wirklich gesund. Das ist wirklich wunderbar. Also du verstehst, was ich sage. Also was ist deine Zustimmung? Und was liegt darin? Also es gibt ja keine Wahl. Du hast es nicht geplant. Du hast es nicht geplant in deinem Verstand. Aber wenn es zum Körper gelangt, stimmen wir zu. Derjenige, der nicht zustimmt, bedeutet, dass er in Gefäßen des Gebens ist. Andererseits nicht. Und das ist ein sehr einfacher Ding. Wir befinden uns im Zerbruch. Also es gibt ja kein Problem. Garik? Nach diesem Versuch, nachdem dies entsteht, warum Adam HaRishon ist nicht die gleiche Sache, warum ist es nicht das gleiche? Ich weiß nicht, wer Adam HaRishon ist, was darüber geschrieben steht, ich weiß nicht, was du von mir willst, setz dich. Wie wenn du alles wissen möchtest von Adam HaRishon. Ja, das ist was wir vermissen. Nein. Wir wollen andere, dass sie von dir lernen. Okay. Das zerbrochene Kli, das bedeutet, dass es ein Kli ist, das nicht existiert. Zerbrochen bedeutet, dass es nicht existiert. Es existiert, also für was existiert es, ist die Frage. Es gibt kein Licht von Chassadim, kein Licht von Chochma. Das Licht ist etwas anderes. Kli bedeutet das Verlangen. Verlangen ohne Absicht zu geben wird genannt ein zerbrochenes Kli. Das etwas empfängt, um zu empfangen und es verbleibt mit dem Regimot mit der Absicht zu empfangen. Einen Moment. Also, wir können dies sagen über die Gefäße in der Welt von Adam Kadmon.
Jemand hat dort empfangen, um zu empfangen? Nein, aber sie zerbrachen nicht. Also, was geschah dort? Sie zerbrachen nicht, also sind korrigierte Gefäße in Massach? Nein, ich meine, die Kelim, die in der Absicht zu empfangen. Und durch die Einschränkung, sie entstand nicht das Licht von Chassadim in der Welt von Adam Kadmon. Also wie geschieht dies hier? Der Zimtzum existiert nicht im Licht von Chassadim. Nicht einmal jetzt? Nein, niemals, sagt Rav. Also ich erinnere mich, dass Sie sagen vor einigen Tagen, dass... Hör zu, mein Junge, ich kann dir nicht hier persönlich etwas lehren. Es gibt ja kein Licht von Chassadim, hat keine Einschränkungen in Gefäßen des Gebens. Es gibt keine Einschränkungen in Gefäßen des Empfangens, werden eingeschränkt. Zimtzum Aleph ist... Es empfängt in der Absicht, um zu empfangen. Zimtzum Bet bedeutet empfangen, um zu geben, wie es vorhergesagt wird. Und es gibt keine Kraft von Massach, dass die Gefäße des Gebens ermöglichen kann. Okay, also wenn es hier keine Kraft gibt, in der Absicht des Gebens, was befindet sich dann dort, in diesem Platz, denn, um nichts zu empfangen? Nein. Das Licht von Absag kommt und es schränkt sich ein, die zweite Einschränkung. Es gibt die Kraft, etwas zu empfangen, um zu geben. Jetzt, sie empfangen etwas, um zu geben. Also sie empfangen etwas, also warum zerbrachen sie? Weil es erscheint im Prina Dalet. Im Prina Dalet gibt es ein Verlangen zu empfangen, ohne Massach, das nicht bedeckt wird von Licht, von Absag. Also sie empfangen nichts, sie empfangen etwas in der Absicht, um zu empfangen. Ich trinke, ich esse an meinem Freund und ich gebe diesem Gastgeber. Also was erscheint hier in meinem Bauch, in meinem Magen, dass ich etwas empfange, um in der Absicht zu empfangen. Also ich bin nicht in der Absicht zum Gastgeber. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Handlung und dem, was ich tue. Also was ist diese Absicht des Gebens? Was wird genannt? Der Zerbruch. Also es gibt keine Handlung, die hier gefunden werden kann. Die Handlung findet statt. Das ist, was erscheint. Das heißt, es gibt keinen Massach über Prina Dalet von Dalet. Okay. Jetzt Frage, wenn das Glied zerbrochen wird, denn es stirbt, wie Baal HaSolam hier schreibt, das bedeutet, dass es nicht existiert, es ist leblos. Was bedeutet, es ist leblos? Ich verstehe das nicht. Was in der Wirklichkeit existiert nicht? Okay, ich erkläre, was ich meine. Wenn ich ein Gli habe, ich weiß, dass es existiert, denn das Licht tritt ein und ich fühle das Licht. Das bedeutet, es gibt hier ein Gli. Ja? Nein. Nein, das sind die Bedingungen, die du uns gibst. Es gibt ein Verlangen zu empfangen, das eingeschränkt wird. Es hat nichts darin. Vielleicht ist es eine ganz dünne Erleuchtung, die eingeschränkt wird, oder das Licht von Chassadim mit der Einschränkung, aber es existiert. Und die Gefäße existieren nicht. Also, was ist das Gefäß? Was ist das Kli? Kli bedeutet im Massach die Absicht, in der Absicht des Gebens, nach der zweiten Einschränkung, das Verlangen zu empfangen, ohne eine Bedeckung in der Absicht des Gebens, dass wir etwas empfangen möchten, dafür möchten wir empfangen. Das wird genannt Klippa. Es existiert nicht in Kedusha, in der Heiligkeit. Diese Kippa, diese Schale, ist ein Kli, das er empfangen kann, nur mit der Absicht des Empfangens. Die Kippa möchte empfangen, um zu empfangen. Es kann nicht sich vorstellen, was es bedeutet, in der Absicht zu geben zu sein. Wie du selbst. Also was ist der Unterschied zwischen Kippa und den zerbrochenen Kli? Kippa zeigt an ein Verlangen in der Absicht des Empfangens. Ein zerbrochenes Kli ist, dass es entdeckt, dass es zerbrochen ist. Das ist bereits eine besondere Art der Enthüllung, eine besondere Art des Fortschritts. Okay, Terence, bist du aufgewacht? Baruch Hashem.
Rav, shalom. Ja, danke dem Schöpfer. Rav, hallo. Hallo, guten Morgen. Es gibt etwas, was nicht klar ist. Können Sie es erklären? Wie ist das möglich, dass es einen Zerbruch gibt? Davor gab es Zimtzum Aleph, die erste Einschränkung. Ich habe einen Massach. Also es ist nicht klar. Der Schöpfer hat das Verlangen zu empfangen erschaffen. Wir fassen das direkt nicht. Das ist okay. Ich kann dich nicht hören. Okay. Ja, das Verlangen zu empfangen in Pinatal möchte etwas empfangen und es fühlt sich selbst mit dem Licht von Ensof. Ist das richtig? Empfängt es oder nicht? Siehst du? Er weiß es nicht. Hat er es empfangen oder nicht? Wisst ihr es oder nicht? Ich höre euch nicht. Okay, ich höre euch immer noch nicht. Also er sagt, es ist still und leise. Also er empfängt es, damit man etwas empfangen kann oder um zu geben. Was? Nein. Damit man es empfangen kann, das ist nicht richtig. Also wie kann man es empfangen, damit man geben kann? Das ist falsch. Es wird empfangen. Also vor dem Massach? Also welcher Massach? Also das ist eine Absicht des Empfangens. Also wir empfangen, ne? Also es gibt keine Absicht. Also es gibt keine Absicht hier. Jetzt, wenn wir versuchen, den Scham zu erkennen und die Haltung des Gastgebers gegenüber ihm und auf die umgekehrte Art und Weise, dann erhalten wir diese Bedingung, dass wir etwas empfangen möchten. Nur wenn ich der Gastgeber bin, und das ist der Weg, wie ich ihm geben kann. Das ist, wie er mich erschaffen hat. Aber wenn ich empfange, um ihm zu geben, dann erwecke ich dieses Empfangen nicht. Es entsteht in mir im Gegenteil. Es wird eine Ehre, das heißt, wie er es sieht, durch seinen Zustand, Pina Dalet. Das heißt, er entscheidet nur mit der Absicht des Gebens. Und das bedeutet, ich kann in Anheftung sein mit dem Gastgeber, wo wir uns angleichen, ich mit ihm und er für mich. Und das ist, wo meine Arbeit ist. Also die ganzen Handlungen von Galgalta Absag, alles liegt nur darin, um mich dem Gastgeber anzugleichen. Und das ist, wie wir zur Welt von Nikodem von Katnut gelangen. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, empfangen und zu geben. Warum? Weil die Graf von Bina abstieg zum Tabor und es kann diese Gefäße geben, die unterhalb des Tabors sich befinden, Gefäßen von Nehi von Galgalta. Er kann ihnen die Kraft empfangen, um zu geben. Was Galgalta nicht ausführen kann, jetzt kann es getan werden, wie durch die Gefäße des Gebens, die sich vermischen mit den Gefäßen des Gebens und den Gefäßen des Gebens. Sie kommen von oberhalb des Parsas zu den Gefäßen unterhalb des Parsas. Und dann die Gefäße unterhalb des Parsas sind fähig, es zu empfangen, umzugeben. Das bedeutet, Bina, welche vollständig über dem Parsas sich befand, jetzt kann es sich ausdehnen unterhalb des Parsas. Wir wollen geben, dort die Stärke geben und es ermöglichen, in der Absicht des Gebens zu sein. Und sie wollten es nicht tun, aber sie machten, vollführten es. Und sie hatten eine reine Absicht, um dies zur Endkorrektur zu bringen. Aber das steinerne Herz wurde vermischt darin. Das heißt, ein Teil von Malchut, der nicht sich integrieren kann mit Bina, der nicht diese Stärke des Gebens erlangen kann. Und das ist, warum es
zerbrochen ist. Das heißt, warum der ganze Ruf von Nikodem zerbrochen wurde. Moment, Raf. Terence fragt, die erste Einschränkung. Also empfange ich etwas hier oder empfange ich nichts? Ich weiß nicht, was du meinst. Dem zum Aleph empfängt etwas oder nicht? Nach dem zum Aleph empfange ich etwas. Ich habe jetzt den Massach. Also ich empfange etwas. Ja. Und danach wird gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu empfangen, etwas mehr zu empfangen. Ist das, was geschah? Also wo ist das Licht von Absag? Ja. Also können Sie bitte erklären, diese Kontinuität, warum dies geschah? Wenn du die Kraft des Gebens bietest, wirst du sie erhalten. Daran fragt, warum befinde ich mich nicht in einem Zustand, welcher bequem ist, um weiter fortzusetzen? Rav antwortet, dann wirst du ein Tier sein, du musst den Zerbruch entdecken. Du musst noch lesen und darüber nachdenken. Okay, gut, ihr seid scheint mir etwas müde, oder? Nein? Wollt ihr keine Pause machen? Vielleicht ein Lied, ne? Ist niemand aufgestanden? Wo lesen wir? Punkt 106. So wie die Aviut Dalet von Massach, der Guf, infolge des Zerbrechens aufgehoben wurde, löst sich diese Aviut auch in dem Paranen Malchut von Rosh in Abba Ve'im auf. Dies ist so, denn Aviut de Rosh und Aviut de Guf sind identisch, insofern eine potenziell und die andere tatsächlich ist. Aus diesem Grund endete der Zivug der Stufe Keter auch in Rosh in Abba Ve'im ebenfalls. Das verbindet sich hier mit Renatalet auf starke Weise. Und Kelim der Achoraim, welche Achab sind, welche die Stufe Keter ergänzt haben, das heißt, aufgestiegen von Guf zu Rosh als Mann und verflitten, aber wie immer sich zu paaren in der Stufe Keter und unten im Guf das Licht zu geben, seit dem Satt. Diese Kelim haben sich aufgehoben. Und das heißt, die Annullierung von Achoraim, der Kumat Keter, aber wie immer, völlig ist die gehende Stufe der Stütze. Und die Kelim von Achoraim, welche die Stufe Keter ergänzt haben, stützen einmal mehr in die Stufe tiefer. Das heißt, in dieser Folge nennt man die Auflösung von Achoraim, die Stufe Keter, von aber wie immer. So sehen wir, dass die gesamte Stufe Tamim, der Nikodim, sowohl Rosh als auch Guf verschwand. Fragen, aber dazu, nur dazu. Warum schreibt er, dass Aviyut Prina Dalet im Massach de Guf sich aufgehoben hat? Auch in Prina Dalet und Rizu gab es dann Aviyut? Raffs Antwort, ja, es gab. Aber wie immer, Prina Dalet. Warum sagen wir Besuch von Abba Ve'ima, in welcher Sohn geholt haben, dass sie über Reshimo Dalet Gimel gewesen sind? Das ist unwichtig. Aber wie immer machen ein Zivug, egal welche Regime, sie alle machen Zivug über die große Stufe. Was ist zerbrochen? Aviyut de Guf, Massach de Guf. Das heißt, Massach de Guf, welcher Aviyut? Rav, Prina Dalet. Welche Reshimo? Reshut Prina Dalet. Okay. Ich habe wie immer eine Stufe Keter. Gimel ist das andere. Das war in Bezug zu Neidak. Hier reden wir über Mann, welche aufgestiegen sind zum Guf der Nikodim, zum Rosh wird Nikodim und der Rosh macht einen Zivug über Prina Dalet. Gemäß dem Reshimo. Das eine wird dem anderen nichts zu tun. Okay, lass das.
Seht ihr Schiffler klar? Sie sich langsam in die setzen. Weiter. Aus. Okay, Kuf sein. Bitte lest. 107. Da jedoch das höhere Licht nie zu scheinen aufhört, vollzieht es erneut einen Sivuk mit Aviut de Prina Gimel, welche im Massach der Rosh von Abba wie immer blieb. Und so kamen 10 Sefirot auf der Stufe Chochma hervor. Der Guf breitet sich von oben nach unten aus, bis zur Sphira Chesed. Und dies ist der zweite Melech de Nekudim. Auch er breitete sich in die Welten Bia aus, zerbrach und starb. Zu dieser Zeit wurde der Aviut de Prina Gimel sowohl aus dem Massach der Guf als auch der Rosh aufgehoben. Und auch die Kelim der Achoraim, Achab, welche diese Stufe Chochma von Abba wie immer ergänzten, kehren einmal mehr zurück, lösten sich auf und stürzten eine Stufe tiefer, zu Sat, wie es sich auf der Stufe Keter ereignete. Nachfolgend wurde ein Sivuk mit Aviut de Prina Bet gemacht, welche im Massach blieb, 10 Sefirot auf der Stufe Bina hervorbringend. Der Guf breitete sich von oben nach unten aus in die Sphira Gvura, und dies ist der dritte Melech der Welt Nikudim. Auch er breitete sich gleichfalls in Bia aus, zerbrach und starb. Aviut de Prina Bet in Rosh und Guf löste sich ebenfalls auf. Und da hörte die Sivuk auf der Stufe Bina auch in Rosh auf. Und auch Uraim der Stufe Bina der Rosh stürzten eine Stufe tiefer, das heißt in Sat. Der nächste Sivuk fand mit Aviut de Prina Aleph statt, welche im Massach blieb, und dies brachte 10 Sefirot der Stufe Serampin hervor. Das liest sich so im höheren Drittel der Tiferet, im hinteren Drittel der Tiferet, in Chesed Gvora. Das sind nur Namen. Es sind immer 10 Sefirot von oben nach unten. Okay? Ebenso sein Guf, er breitete sich von oben nach unten im oberen Drittel von Tiferet aus, doch auch er konnte nicht bestehen und das Licht verließ ihn. Aviut de Prina Aleph reinigte sich ebenfalls in Guf und Rosh, und auch Uraim der Stufe Serampin fiel auf die niedrigere Stufe in Sat. Es gibt sie nicht mehr, wie wir vorher über Galta Absak gesprochen haben. Es gab einen Sivuk im Prina Dalet, zwischen Aber wie immer. Das Licht hat sich nach unten ausgebreitet, von oben nach unten. Und das heißt, dass es sich in das Sphira Dat ausgebreitet hat. Danach gab es den Chachut des Massach, das heißt, dass der Massach ist zerbrochen, unwichtig. Der Massach ist verschwunden. Aber um die Tat und die Handlung fortzusetzen, ist es ganz unwichtig, aufgrund von was die Tat passiert. Oder mittels der Chutzmassach oder zu welches Massach, es gibt keinen Unterschied. Es offenbart sich der kommende Regime und dann machen aber wie immer in den Sibuk über diesen Regime Prina Gimel und das Licht breitet sich von aber wie immer im Prina Gimel aus. Das heißt, dass ich nach Dat, der König von Chesed, Melech Chesed, ausbreitet. Es ist wieder eine andere Stufe, es ist nur ein Name. Ist zerbrochen und gestorben. Das heißt, der Massach ist zerbrochen, das Licht verflüchtet sich, heißt es, dass er gestorben ist. Die Kelim fallen hinunter. Was es bedeutet, dass die Kelim hinunterfallen, wenn wir später sehen, wie alles zurechtkommt. Danach wird ein Sivuk in Rosh, aber immer Prina Bet statt. Ja? Und diese Ausbreitung von dem Sivuk hinunter, genannt welcher Melech? Was für Melech Hadad? Wer sagt, das wird rausgeschrien? Melech Gvura. Warum? Weil es der dritte ist. Dat Chesed Gvura. Danach der vierte Melech ist Tiferet. Aus, und es gibt nicht mehr. Das ist der erste Drittel von Tiferet. Und damit ist der Sivuk
zwischen aber wie immer abgeschlossen. Alles hat sich dort, hat eine Sikuch, eine Verfeinerung durchlaufen. Denn es gibt nichts mehr, worüber ein Sivuk Dakar gemacht werden kann. Und dann erneuert sich das Sivuk nicht über die Regime oder Prinantalet Gimel, sondern über Gimel Bet, über diesen Regime. Und auf diesem Regime entstehen noch weitere vier Parzufim, welche der zweite Drittel von Tiferet, Netzachot miteinander und Yesod und Malchut. Und so entstanden vier Parzufim über den Sivuk von David Gimel, also entstehen Abu Parzufim über vier Parzufim über Sivuk Gimel Bet, acht Parzufim im Gesamten. Und darin geht die ganze Welt, die ganze Zustand von Gadlut-Welt Nikodim zu Ende. Und diese acht Parzufim, welche zerbrochen sind, sind zerbrochen wegen Malchut, welche in ihnen nicht korrigiert war. Und deshalb heißt das, die acht Malachim, Malachim-Könige, dem Mito, die gestorben sind. Das heißt, acht Malachim, acht Malchut, acht Malchuts, die gestorben sind, über die es, also die keine Massach mehr hatten. Das heißt, die Absicht umzugeben. Die acht Malchuts, die gestorben sind. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben hier was sehr Besonderes. Das Kelim der Kabbalah, die Empfangsgefäße, welche sich offenbarten, zerbrochen sind. Aber gemeinsam mit der, indem dass sie die Massachim verloren haben und sogar Zimtzum alle verloren haben. Alles ist verloren gegangen. Somit vermischten sie sich mit den altruistischen Kelim, wo sie in der Heiligkeit waren, in Parzuf von der Kedusha. Und dieser Parzuf ist zerbrochen. Der gesamte Parzuf, der von Malchut, welcher mit Bina verbunden war, all das ist zerbrochen. Das ist die Bedeutung davon, dass Kelim der Bina in Malchut eingetreten sind und sich dort vermischt haben in einer Weise, dass in jedem Detail, in jedem Bröckling gibt es Kelim von Bina. Und in jedem Detail von Bina hat sich Malchut eingemischt. Der im einen, der einem anderen, das ist ein Ergebnis aus dem Zerbruch. Ein sehr wichtiges Ergebnis, Resultat. Ohne diesen Resultat wären wir nicht in der Lage, überhaupt zu vollendeten Korrektur, überhaupt zu Korrektur zu gelangen. Das mal auf der einen Seite. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, im Zerbruch, mittels des Zerbruchs offenbart sich das große Licht, dass sie das große Licht anziehen wollten, um zu geben, gegenüber jenem steinernen Herz, wo sich das wahre Ego, der Willen zu empfangen, offenbart hat, über die man keinen Massach machen kann. Es gibt keine Absicht, um zu geben. Das bedeutet, dass dieser Punkt ist jener Punkt, welcher das Fundament, der Kern des Geschöpfes ist. Jene Sache, die in allen Dingen auf jegliche Weise ihn vom Schöpfer trennt, das Geschöpf. Deshalb, wenn er von diesem Punkt an beginnt zu wachsen, wird er Geschöpf genannt. Derzeit ist es doch nicht so sichtbar. Jetzt lernen wir, dass das nur Kräfte von oben sich ausbreiten, untereinander verschwinden, einander neutralisieren. Das sind Kräfte. Genauso wie in diesem ganzen Kosmos, bei der Entstehung vom Universum und der Sterne und Planeten, wie die Dinge sich quasi miteinander angleichen. Und es gibt hier immer noch kein Verlangen, keinen Wunsch, welcher von alleine vor dem Schöpfer steht und unabhängig ist. Jetzt, mittels des Zerbruchs, langsam offenbart sich zuerst mal das System, welches in der Lage ist, den Willen zu empfangen, zu ertragen, welcher nur empfangen möchte, und auch der Wille zu empfangen, welcher auch geben möchte,
und die Mixtur dieser Kräfte, die Vermischung dieser Kräfte, und somit nähern wir uns mehr und mehr und mehr jener Realität des neuen Parzus, welches Geschöpf bezeichnet wird. Währenddessen gibt es aber ihm nicht. Jetzt währenddessen muss man jetzt nur für ihn mal am Anfang noch erstmal eine Umgebung schaffen und vorbereiten, welche auf ihn Einfluss haben kann, während des Zustands von Gadlut, von Katnut. Und das Geschöpf wird dann existieren können. Er wird dann in der Lage sein, entgegengesetzt vom Schöpfer zu sein, gänzlich unabhängig auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch in der Lage sein, mit dem Schöpfer anzugleichen und so wie er gänzlich, so wie er werden kann. Dazu braucht man noch weitere Vorbereitungen, die man hier anstellen muss. Ja, ja, bitte, bitte. Keine Philosophien, ich will dir nichts hören. Es wird sich alles offenbaren. Wollt ihr zu einem anderen Thema übergehen oder wollt ihr weiter fortsetzen? Wer ist dafür, dass wir jetzt hier weitermachen und fortsetzen? Hände hoch. Und wer ist dafür, dass wir zu einem anderen Thema übergehen? Okay, lasst uns zu einem anderen Thema übergehen. Wo haben wir aufgehört zu lesen? Punkt 108. Okay, Punkt 108 sind wir stehen geblieben. In Ordnung. Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim.